Weiter geht es hier in unserer wunderschönen Stadt in Leverscheid, wo die Leute gerne wohnen, einkaufen, sterben und ja, andere Dinge machen, die ihnen gefallen. Habe ich mit Leuten hören. Ob das so stimmt? I really don't know. Gut, wie, kein Platz mehr. Dann wollen wir dich mal leeren. Dafür ist die hier leer. Dann wollen wir dich mal füllen. So. Was haben wir da? Die Katastrophenschutzeinheit. Schauen wir mal. Haben wir vielleicht schon irgendeine Parzelle, die wir noch... Nein, haben wir nicht. Gut. Hier, das Drecksfeld löst sich langsam aber sicher auf. Ja, kann schon mal nicht schaden, ne? So, schauen wir mal, ob wir hier die Richtlinie, da hat ein Zuschauer gesagt, es gäbe eine sogenannte VIP-Einstellung in den Dienstleistungen. Angelschein, Buchmesse, Bildung als Profitgeschäft, automatisches Sortieren, kostenloses WLAN, mehr Parkpfleger, Parks, Plastikrecycling, pädagogische Zeppeline. Entferne die Werbung auf den Zeppelinen zugunsten von pädagogischen Botschaften, um die Bildung leicht zu erhöhen. Kostenlos. Hohe Ticketpreise, lieber mit der Fähre, Hubschrauberpriorität, nur Strom fürs Heizen, kein Strom fürs Heizen. Zusatzisolierungen. Okay, dann in der Stadtplanung vielleicht. Ja, tatsächlich, VIP-Gebiete. Was? Sämtliche Schutzräume im Richtlinienbereich sind ausschließlich den Bürgern vorbehalten, die dort leben. Ah, okay. Also nichts Besonderes, können wir ruhig unter ferner Liefen laufen lassen. So, erweitern wir das hier noch. Damit alles seine Richtigkeit hat. Hier sollte das Viertel natürlich auch lang gehen. Klar. Sehr schön. Haben wir einen schönen Abschluss. Hier haben wir eine schöne Skyline. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. So, wir werden langsam beigehen. Wirklich ganz, ganz langsam. Und hier diesen Rotkehlchenpark zu einem richtigen Park ausbauen. Die Häuser, die da stehen, werden nach und nach entfernt. Denn ich möchte hier dieses Verkehrsaufkommen langsam, aber sicher abbauen. Deswegen nehmen wir dieses Wohngebiet hier weg. Und setzen das woanders hin. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wohin wir es setzen werden. Ja. Das sieht gut aus. Diesen kleinen Bachlauf haben wir auf jeden Fall schon mal abgewürgt. Ja, da haben wir auch genug zur Verfügung. So. Schön abflachen. Muss ja nicht ganz so extrem sein, ne? Oh, hier muss mal eine Furt gewesen sein. Gut. Was sagt denn... Ich weiß nicht. Sollen wir hier direkt? Sollen wir oder sollen wir nicht? Ah, machen wir hier. Hier haben wir ein relativ sauberes Gebiet. Hier könnten wir rein theoretisch auch das neue Wohnviertel hin. Nee, stimmt nicht. Da haben wir das Ölkraftwerk.
Ja, machen wir erstmal hier dieses Stückchen voll. Bringt leider nicht allzu viel, obwohl es zwingt mich ja keiner, hier genau diese Linie einzuhalten. Es zwingt mich ja keiner. Warum sollte ich es also machen? Die Straße wird im Moment eh noch nicht benötigt. Dann gehen wir nämlich hin. Ups, das wollte ich jetzt eigentlich so nicht. Gehen wir nämlich hin. So. Gehen wir nämlich hin, machen wir das so. Fügen wir. Ah, einen gehen wir noch nach oben. Fügen wir hier eine Straße hinzu. Sehr schön. Und darauf bauen wir dann nämlich direkt die nächsten Stadtviertel auf. Das nächste kommt dann dahin. Das nächste dahin. Gut. Dürften auf jeden Fall mehr als genug Wohngebiete sein. So, gucken, ob wir den da noch genau dazwischen gepresst kriegen. Nö. Gut, macht nichts. Das so. Genau so hier. Ja. Und schon haben wir einen wunderbaren Übergang. So. Oben sieht es in Ordnung aus. Wasser sieht auch in Ordnung aus. Nicht vergessen, direkt die richtigen Rohre zu verlegen. Sehr schön. Dann können wir die hier auch direkt runterlegen, in einem Rutsch durch. Passt man das langsam nämlich alles diesem breiteren Muster der anderen Rohre an. Müllumschlagsystem, ja, interessiert mich jetzt gerade alles nicht. Gut. Gucken wir mal, es sind auf jeden Fall 2, 4, 8, 16, 15, 17, 19, 21, 22, 43.
Die Bürger können schon mal ganz langsam ausziehen. Stattdessen setzen wir hier. So, 4 Plätze Unterschied. Da. Ja doch, das passt. Super. So, was sagen die Schulen? Schulenverfügbarkeit sind hier nicht gegeben. Gut. Die müssen wir aber nicht jetzt unbedingt hier hinsetzen. Die setzen wir hier hin. Dafür verändern wir hier die Ashley-Murray-Straße ein wenig. Setzen die hier hin. Den bringen wir erstmal hier zum Abschluss. Dann setzen wir die so hier hin. So, dann haben wir hier nämlich keinerlei Kreuzungen. Hier. Einen noch. Nee, das war zu viel. Dahin. So, das wird der Bereich werden, der den Schulen vorbehalten ist. Moment. Mal hier hin. Dahin. So. Wasser darf man natürlich nicht vergessen, ist klar. Es ist besser, einfach mal die gesamte Rohrleitung abzureißen, denn das Problem ist, dass gegebene Unterschiede, das heißt Unterbrechungen, wenn hier zum Beispiel eine Unterbrechung ist, die auch später dann einfach sein wird. Das ist extrem nervtötend. So. Schön, das wird auch ein eigenes Wohngebiet werden. So. Der Granathügel, einmal vorgelegte Richtlinien, Stromverbrauch, Wasserverbrauch, Recycling, Bildungsschub, da kommen die Schlauen her. So, kein Strom fürs Heizen, bitteschön.
Hightech-Häuser. Verwandelt Wohnhäuser in viel angesagtere Smart Homes, was den Bodenrichtwert um sie herum erhöht. Unterhalt 4 Cent pro Wohngebäude. Ja, warum nicht? Probieren wir es einfach mal aus. Förderung des Radfahrens kann nicht schaden. Elektroautos. Jeder Autobesitzer im Richtlinienbereich muss zu einem Elektroauto wechseln. Kostet wöchentlich 2 Cent pro Auto. Naja, das möchte ich niemandem vorschreiben, was er für Wagen benutzen soll oder nicht. Es würde mich ja wundern, wenn sich die Leute hier nicht wohlfühlen. Ja, das gefällt mir doch schon irgendwie recht gut. Gut. Nein. Musste das jetzt so kommen? Bams. Na komm schon, ganz langsam. So, jetzt. So, das Netz möchte ich trotzdem nutzen. Ran da. Super. Lass mal so. So, Bäume nicht vergessen. Es regnet, die Erde wird nass. Drum sitz ich im Keller und trink mir Bier vom Fass. So. Schön ist ja, dass die ursprünglich stehenden Bäume bestehen bleiben.
Ja, da wollen wir nichts hinsetzen. Das passt so. Hier setzen wir jetzt allerdings kleinere kleinere Gewerbegebiete hin. Hier und hier. Frag mich mal einer, warum die jetzt abgerissen wurden. Ich weiß es nicht. Egal. So, was sagt hier die Schule? Ist sie voll ausgelastet? 171 Kinder sind drauf. Okay, da brauchen wir definitiv noch eine zweite Schule. So, die setzen wir erstmal wieder alles aktivieren. So. Es tut mir leid um die Oberschule. Ihr werdet ein bisschen umziehen müssen. Stattdessen kommen dort zusätzliche Grundschulen hin. So. Alle Netz lassen wir da an. Springt trotzdem noch hin und her. Machen wir es so. Egal. So. Jetzt aber. Fängt das Geknauser wieder an, Netz an. So, und damit haben wir es. Dahin. Dann haben die auch einen schönen Übergang. Ja. Hier jetzt noch einen schönen Verbindungsweg. Okay. Ah, die Bäume hätte ich beinahe vergessen. Wechseln. Ja, doch. Doch, doch. Sieht auf jeden Fall schon mal gar nicht mal so unübel aus, das neue Wohngebiet. Aber ihr seht es an unserer Wohnanzeige, geändert hat sich trotzdem nicht viel. Das Krematorium ist kräftig am Brennen. Die Alten freuen sich auch ihres Lebens. Ja, Freunde, ich würde sagen, das sieht ganz gut aus. Und ich hoffe natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Ebenso, dass ihr bei der nächsten wieder mit dabei sein werdet. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht es gut. Ciao, ciao.